Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Chris und heute zeige ich euch, wie ich den Innenraum meines Nissan Navara ein bisschen aufhübschen möchte. Bleibt dabei! So, und wir starten auch direkt am Auto. Wir fangen mit der rechten Beifahrertür an. Vorne rechts, ich habe mir extra noch ein bisschen passendes Werkzeug dafür organisiert, um die ganzen Klipse nicht abzubrechen, sondern loszumachen. Und hier habt ihr mal das Bild, warum ich das machen möchte. Das ist hier alles ein bisschen abgeranzt. Der Stoff geht los und alles ist so ein bisschen abgewetzt. Das muss alles ein bisschen hübsch werden. Und ich fange jetzt hier an. Im Griff ist die erste Schraube in der Griffmulde innen drin. Eine Kreuzschlitzschraube, einfach mal abdrehen. Die zweite Schraube ist in dem Türöffner innen drin. So, dann behutsam hier wieder die Klipse lösen und die Verkleidung abhebeln. Der Rahmen geht relativ leicht ab. Als nächstes die Armlehne. Die ist auf der einen Seite nur mit einem Clips fest und auf der anderen Seite eingehakt. Als nächstes der vordere Teil mit dem Fensterheber, mit dem elektrischen Fensterheber. Den kann man auf der anderen Seite komplett raushebeln, nicht nur den Stecker abmachen, sondern gleich den ganzen Schalter lösen. Der ist auch nur eingeklipst. Da, wo vorher die Armlehne war, da versteckt sich noch eine M10er Sechskantschraube. Dann nehmen wir uns wieder das Hebelwerkzeug und lösen die Klipse hinter der Türblende, der Türverkleidung. Einfach ringsherum ein bisschen loshebeln. Ich muss zugeben, ich habe den letzten Moment leider nicht auf Video, wo ich das Ganze abnehme. Einfach unten einmal kräftig ziehen, dann geht alles los. Hier habt ihr mal die Verkleidung, wie sie auch von innen aussieht. Und ihr seht hier auf der Rückseite sind die Klipse. Die sind, denke ich mal, nur für den Einmalgebrauch gedacht. Ich habe neue bestellt. 50 Stück für 20 € ist ganz okay. Und hier vorne waren Befestigungen, die sahen erst aus wie Schrauben, aber waren keine Schrauben. Hier seht ihr es auf der anderen Seite im Original. Die sind halt abgebrochen, muss ich gucken, ob ich da neue für kriege. Dieses graue Plastikteil hier, wo vorher der Fensterheber drin war, das wird das erste Stück, das wir bearbeiten. Ich hatte mir vorgenommen, das Ganze zu folieren. Also habe ich mir eine Folie besorgt, mache das Ganze mit dem Kunststoffreiniger wieder sauber. Dann einfach mal ausprobieren. Ich habe das nie gemacht. Ich habe mir extra noch so ein Set hier besorgt mit den Rakeln. Ich wollte das wirklich ordentlich machen, habe mir wirklich Mühe gegeben. Aber das ist wirklich nicht so einfach, wie es aussieht, habe ich feststellen müssen. Gerade bei so runden Teilen hier. Das ist das erste Ergebnis. Ich habe es insgesamt dreimal versucht, bis ich soweit war. Aber hier, ihr seht jetzt die Details. Die Mulde, wo der Schalter drin ist für den Fensterheber, da kommt man gar nicht rein. Und hier die scharfen Kurven und die Kanten, die sind nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Also habe ich noch mal ein bisschen überlegt, bin in mich gegangen und habe mich dazu entschieden. Ja, noch mal von vorne. Ich werde das Ganze abreißen. Ich mache das nicht mit Folie. Das gefällt mir nicht, sondern ich habe Plan B. So, da haben wir das Teil wieder, wie es vorher aussah, blank. Dieses Mal wird lackiert. Ich grundiere vorher mit einem speziellen Kunststoffgrundierer und habe mir auch extra einen speziellen Kunststofflack geholt für Autokunststoffe. Vorher noch mal ein bisschen Probesprühen und dann habe ich das Ganze in drei Durchgängen, glaube ich, waren es, lackiert. Erst ein bisschen dünner, die erste Schicht, dann die nächsten Schichten aus verschiedenen Winkeln immer wieder mal nachgesprüht in Abständen von circa 5 bis 10 Minuten waren das etwa. Das Video hier ist das erste von der ganzen Reihe, wie ich halt den ganzen Innenraum aufbereite. Ihr dürft euch also auf eine Fortsetzung freuen. Und hier habt ihr das vorläufige Endergebnis.
So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein paar nützliche Informationen liefern. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Fragen, Anregungen und Kritik einfach immer in die Kommentare reinschreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.